Hi Alex von Techsom hier. In diesem Video zeige ich dir mein Unboxing und Ersteindruck zum brandneuen Samsung Galaxy A33 5G. Wir werden das Handy hier auspacken und mal reinschauen, was im Lieferumfang enthalten ist und auch schon mal in die Bedienung und die Software reinschnuppern. Das alles erfährst du in diesem Video. Let's go! Wenn du auch mein Review zum Galaxy A33 5G nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt diesen unfassbar tollen Kanal. Aber dalli dalli. Ein großer Dank geht übrigens an notebooksbilliger.de. Die haben mir dieses Handy zur Verfügung gestellt. Wenn du auf der Suche nach neuer Technik bist, dann schau doch unbedingt mal bei denen im Online-Shop vorbei. Dort bekommst du immer die neueste Technik zu günstigen Preisen. Ich habe da auch schon bestellt und war immer sehr zufrieden. Der Kundenservice ist auch spitze. Unbedingt eine Empfehlung wert. Den Link zum Handy findest du in der Beschreibung. Und jetzt sehe ich, nachdem ich das Siegel durchtrennt habe, dass es so eine Schiebeverpackung ist. Oje. Also hier sieht man schon, dass man in der Mittelklasse oder ich würde schon fast sagen Holzklasse bei Samsung angekommen ist. Die Verpackung macht schon mal keinen hochwertigen Eindruck. Jetzt nehmen wir das mal hier raus. Hier haben wir das Handy selbst. Die UVP sind übrigens 369 Euro. Aha, und hier ist dann nur noch die SIM-Nadel drin. Das ist ja wirklich interessant. Also guckt es euch an. Also ich habe schon lange nicht mehr so eine billig verarbeitete Verpackung gesehen. Also hier setzt Samsung auch neue Maßstäbe im Niedrigpreissegment, aber im negativen Sinne. Uiuiui. So, dann schauen wir jetzt mal hier in den Papierkram rein. Kriegen wir noch ein Kabel? Oh ja, das sieht gut aus. Also hier erstmal das klassische Klopapier. Und hier tatsächlich ein USB-C auf USB-C-Ladekabel. Ja, ich werd verrückt. Da kann man sich ja richtig glücklich schätzen. So, und damit ist auch klar, das war's. Es gibt keinen Netzstecker in der Verpackung. Aber gut, beschäftigen wir uns mal mit dem Handy. Das packe ich jetzt mal hier aus. Okay, das ist es also. Das Samsung Galaxy A33 5G. Erster Eindruck, wow, was eine Farbe. Ja, das ist so pfirsichfarben, aber es schimmert auch so ein bisschen bronzemäßig im Licht. Also das ist gar nicht so, wie man sich es eigentlich vorstellt. Ich finde es aber eigentlich ganz cool. Es hat auch so einen leicht metallischen Look. Der Rahmen ist, glaube ich, aus Aluminium und fühlt sich auch hochwertig an. Ja, das passt soweit. Die Rückseite ist natürlich aus Plastik. Ja, es geht aber eigentlich auch. Also vor allem das Kameraelement, was hier so leicht aus der Rückseite sich herauswölbt. Sieht auch richtig nice aus, fühlt sich auch richtig gut an. Es gibt also keine scharfen Kanten mehr hier. Das finde ich richtig gut an der neuen A-Serie. 186 Gramm wiegt das Handy und damit liegt es auch noch angenehm in der Hand. Jetzt schauen wir mal, an der Unterseite haben wir keinen Kopfhöreranschluss mehr, dafür aber den USB-C-Port und den Mono-Lautsprecher. An der Seite haben wir dann den Power-Button, die Lauter-Leiser-Wippe, die Kamera hier hinten und oben noch den SIM-Kartenschacht sowie das zweite Mikrofon. So, jetzt schalten wir mal das Display an und dann sage ich euch noch, dass es hier auch keine Displayfolie mehr drauf gibt. Hier ist nichts mehr vorinstalliert. Also der Sparkurs bei Samsung geht weiter. Kein Netzstecker, keine Displayfolie, eine extrem billige Papierverpackung. Und das für eine UVP von 369 Euro. Also das ist ja schon der Hammer, was Samsung abliefert. Jetzt sehen wir auch das Display endlich. Wir haben hier oben eine Tropfen-Notch. Die erinnert mich auch an das Jahr 2017. Und hier unten dann ein etwas breiteres Kinn. Naja, also das hätte man auch schöner lösen können. Ich werde es aber jetzt mal einrichten und dann schauen wir uns das Display nochmal genauer an, testen nochmal den Lautsprecher und schauen nochmal noch ein bisschen in die Software rein. So, jetzt testen wir zuerst mal den Fingerscanner. Ja, der ist auf jeden Fall angenehm flott. Und es ist ein optischer Fingerscanner, also er leuchtet nachts. Ja, also der ist einigermaßen in Ordnung, könnte aber noch ein bisschen schneller sein, wenn man mich fragt. Eine Sache, die mir aber schon aufgefallen ist, ich habe kein Always-On-Display hier. Und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Samsung hat seine Software noch nie beschnitten und jetzt scheint es angeblich so der Fall zu sein. Wenn ich jetzt mal hier in die Anzeige gehe, dann war hier unten nämlich immer Always-On-Display aufgeführt.
Und auch wenn ich danach suche, finde ich hier keinen Always-on-Display-Eintrag. Wenn das stimmt, ist es ein starkes Stück, dass Samsung jetzt auch die Software kastriert in der Mittelklasse. Dann sind wir hier im System selbst drin und schauen direkt mal, was für eine Softwareversion wir drauf haben. Natürlich haben wir hier das neueste Android 12 mit One UI 4.1. Und wir haben sogar schon den April-Sicherheitspatch. Das ist sehr schön zu sehen. Also, wir kriegen hier von Samsung 4 Jahre OS und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Und das ist auf jeden Fall sehr erfreulich für so ein Mittelklasse-Gerät. Der erste Eindruck vom Display ist eigentlich sehr schön. Wir haben ja hier 90 Hertz. Das können wir in der Anzeige auch hier einstellen bei Bildwiederholrate, wenn wir da hoch auswählen. Und dadurch fühlt sich Scrollen einfach nochmal flüssiger an, wenn wir jetzt mal hier in den Browser gehen. Das sieht jetzt alles schon mal ein bisschen netter aus mit 90 Hertz. 120 Hertz ist natürlich aktuell so der Standard, aber da es ja nur ein günstigeres Mittelklassegerät ist, mit 369 Euro, hat Samsung sich natürlich hier entschieden, ein bisschen was abzuspecken. Meiner Meinung nach hätten es aber hier auch schon 120 Hertz sein können. So, jetzt testen wir mal hier das Display und die Stereo-Lautsprecher. Ja, also die Lautsprecher klingen ganz gut. Das Display macht einen hervorragenden Eindruck. Die Farben sind knallig. Die Helligkeit kann man auch noch deutlich höher schrauben. Und AMOLED-typisch sind die Kontraste auch gut, wenngleich ich hier in den schwarzen Bereichen mir etwas mehr Kontrast noch gewünscht hätte. Was können wir zur Performance sagen? Wir haben ja hier einen Exynos 1280 verbaut. Ja, also bis jetzt macht er einen einigermaßen guten Eindruck. Ab und an merkt man, dass es ein bisschen ruckelt. Hier, das ist jetzt auch nicht so die flüssigste Animation. Aber ich denke mal, mit dem System wird der Prozessor schon klarkommen. Dann schauen wir als letztes nochmal in die Kamera rein. Im Prinzip haben wir eine Dualkamera auf der Rückseite, einen 8-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor und einen Hauptsensor mit 48 Megapixel und optischer Bildstabilisierung. Zoomen können wir maximal bis zu 10-fach, dann aber nur digital. Was mir hier als erstes auffällt, ist, dass das Wechseln zwischen den Kameras sehr lange dauert. Ja, also das müsste auf jeden Fall schneller gehen. Das gefällt mir schon mal nicht so gut. Erfreulich ist dafür, dass wir Videos bis 4K30 aufnehmen können. Wenn wir jetzt mal hier ein paar Fotos machen. Ja, der Auslöser geht gerade so. Ab und zu laggt er ein bisschen, aber dann löst er schnell aus. Das ist in Ordnung. Also, das war mein Unboxing und Ersteindruck zum Galaxy A33 5G. Was kann ich über das Gerät bisher sagen? Also die Verarbeitung gefällt mir außerordentlich gut. Die Farbe ist toll. Der Rahmen und auch die Rückseite und die Vorderseite machen einen tollen Eindruck. Ansonsten merkt man schnell, dass Samsung das Gerät an einigen Stellen kastriert hat. Vor allem bei der Verpackung ist mir das aufgefallen. Die wirkte sehr billig. Der Prozessor ist auch nicht der schnellste. Und bei der Software hat man jetzt anscheinend auch einige Features entnommen. Das macht auf jeden Fall keinen guten Eindruck. Ich werde das Gerät aber jetzt mal ausführlich testen und auch einige Fotos und Videos mit der Kamera machen und dir dann in meinem Review sagen, was ich vom Gerät halte. Falls du das nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt diesen unfassbar tollen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn das Video online geht. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Wenn du nicht genug von mir bekommst, stalk mich gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Jetzt kannst du dir hier links noch mein Review zum Galaxy A53 5G anschauen oder klicke hier rechts für mein Galaxy S21 FE Gewinnspiel. Na los, klick drauf, es lohnt sich.